Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, der Enhanced Edition. Ja, wir waren jetzt in Oberons Haus und haben die Artefakte besorgt, die wir für die Liebesgilde brauchen. Hey, warum kann ich Safana nichts geben? Achso, weil sie voll ist. Also ja, die drei Artefakte. Identifizieren, Netz und was ist das? Unauffindbarkeit. Kann ich Unauffindbarkeit lernen? Jo, kann ich. Nein, zu Safana damit. Anders so. Okay. Das kann bei dir noch rein näher. Ja, mein Schatz, aber natürlich. Schätzchen. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Nadine, hi. Lavinia zeigt den Weg all jenen, die den Weg nach Hause suchen. Eurik, mein jüngster Sohn, ist wieder mal weggelaufen. Er war schon immer ein Wandervogel und er kann auch auf sich aufpassen. Ach, ich bin schon ganz krank vor Sorge. Die Stadt wird jeden Tag gefährlicher. Wenn ihr ihn findet, könnt ihr ihm bitte diesen Talisman geben. Dann können wir alle bestimmt wieder besser schlafen. Nadine und Eurik. Nadine aus Baldur's Tor hat mich gebeten, ihrem Sohn Eurik einen Talisman zu übergeben. Er ist schon wieder davongelaufen und spielt wahrscheinlich irgendwo in einer der Tavernen der Stadt. Ja, das ist einfach ein Amulett plus 1. Können wir ihm aber geben. Wie sieht unser Rufen gerade so aus? 9. Hm. Worum geht es diesmal? Aber natürlich, Schätzchen. Mit Vergnügen. Ja, unser Ruf hat sich ja verschlechtert, weil wir den Paladin getötet haben, weil er mit unserer Gruppe nicht einverstanden war. Unsere Verteidigung, der hat uns zuerst angegriffen. Wir haben ihm nicht mal was getan. Ja, wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. So, und dann gibt es noch ein Haus hier, das verschlossen ist. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, aber natürlich, Schätzchen. Wenn das euer Wunsch ist. Hier ist nichts drin. Bisschen Gold, sonst nichts. Aber natürlich. Worum geht es? Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Und ja, wir haben viel zu viel Gold eigentlich. Es wird Zeit, dass wir welches ausgeben. So, hier ist ein Tempel. Bürger. Geflügelfachgeschäft. Ach, nicht zu fassen. Hanna, es müsste ein Gesetz geben, das die Straßen von lüsternen alten Männern wie Ragefast frei hält. Beruhigt euch, lüsterne was wie wer? Warum beschleicht mich das Gefühl, dass ich mich darauf nicht einlassen will? Was wie wer? Ragefast, der bringt mich zur Weißflut. Er ist ein machtbesessener Magier und was macht er? Er verschafft sich seine eigene Nymphe und versklavt sie in seinem Haus. Mehr sind gefühllose Scheusale und ich wünschte,
könnte, die Welt wäre sie los. Wenn die Welt die Männer los wäre, wie würden wir dann als Art überleben? Meine Güte, das ist ja schrecklich. Ich werde ihn sofort ausfindig machen und diese Sache nachgehen. Nehmen wir mal das Erste. Glaub mir, wir würden schon zurechtkommen. Ach, ich bin nicht zum Reden aufgelegt. Okay. Also ja, Geflügelfachgeschäft und da haben wir die beiden Herrenhäuser schon abgeklappert, weil sie, also das Geschäft, die Taverne und das Herrenhaus. Bürgerinnen und Bürger, hier ist noch ein Haus. Für euch. Aber natürlich, Schätzchen. Mit Vergnügen. Bürger hier unten, niemand hier oben. Oh, ein Heldentrank. Aber natürlich, Schätzchen. Und ja, ich bin immer irgendwie ein bisschen geizig mit den Tränken. Das liegt daran, dass ich immer Durlaks Turm so im Hinterkopf habe. Ja, ihr braucht nur zu fragen. So, Geflügelfachgeschäft. Ach, hey, Emine. Okay. Ja, wenn das euer Wunsch ist. Und ihr hatten alle die Hühnerpest, nehme ich an, oder die Vogelgrippe. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Ihr braucht nur zu fragen. War kein sonderlich nettes Erlebnis. Nur zu fragen. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Ach stimmt, hier waren die Versteinerten. Fort mit euch, Bettler! Unglaublich, welch ruchlose Gottheit habe ich dem verärgert, dass mein Heim von einer Bande schwer bewaffneter und wüster Räuber überrannt wird. Hier so reinzustimmen ist in der Stadt tatunhöflich. Wäre ich sogar verboten. Was habt ihr mir zu sagen, damit ich euch nicht in den Kerker werfen lasse? Entschuldigt die Störung, wir machen uns sofort auf. Gut, und beschmutzt meinen Grund und Boden nicht noch einmal. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wo ihr braucht, nur zu fragen. Also ja, hier sind definitiv Statuen. Mit euch, Bettler. Wenn ihr euch umgesehen habt, bitte ich euch höflichst zu gehen. Fort mit euch, Bettler. Ja, wie ihr wünscht. Dann gehen wir. Erstmal. Ihr braucht nur zu fragen. Okay, und in der Taverne waren wir schon. Gut. Das heißt, wir sehen uns jetzt in dem Teil hier um. Und dann haben dann nur noch 1, 2, 3 Teile zum Umsehen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich habe kein Interesse, mit solchen wie Ihnen zu sprechen. Ei, ich auch nicht mit dir. Tattoos. Oh, ich wünschte, diese schreckliche Eisenkrise würde ein Ende nehmen. Ich habe mir neulich einen neuen Spiegel gekauft und schwöre euch, der Rahmen zerbrach noch vor dem Glas. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie wir Adligen unter diesen Umständen am Leben bleiben sollen. Bei dieser Eisenkrise geht es um mehr als eure belanglose Eitelkeit. Ein zersprochener Spiegel, das gibt 7 Jahre Pech, dazu 10 für das Metall. 10 extra für Metall? Meine Güte, diese ganze Region wird für Generationen verflucht sein. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, dürfen wir jetzt hier hin? Ja. Oh, zerrötende Nixe. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern.
Bril Barra. Hi. Wartet! Ich muss mit euch sprechen! Reisende, habt ihr einen Augenblick Zeit, dass ich mit euch reden kann? Ich bin Bril Barra, eine Magierin von geringer Macht. Ich habe von einer Gruppe Söldner gehört, die auf Arbeitssuche sind. Und nehme an, dass es sich dabei um euch handelt. Trifft das zu? Ja, wir mögen angehört werden. Warum seid ihr interessiert? Ich möchte euch in meine Dienste nehmen. Ich zahle euch 200 Goldmünzen. Für Händler auf der Abenteuer ist das nicht allzu viel, doch mehr habe ich nicht. Ein böser Magier hat Namara, mein einziges Kind, mit einem Fluch belegt. Sie ist schwer krank. Und wenn ihr nicht alsbald geholfen wird, muss sie sterben. Der Magier, der ihr daran schuld ist, heißt Jago und ich weiß, dass er den Gegenzauber besitzt, mit dem sich der Fluch aufheben lässt. Wollt ihr ihn für mich suchen? Ich bitte euch inständig. Und wenn was dabei rausspringt, dann natürlich gerne. Er hält sich in einer Lokalität namens Leuchtende Taverne auf. Das ist ein Tummelplatz von allerlei üblen Gelichter. Ein Schiff, auf dem Schurken und Bösewichter ihr Unwesen treiben und die Freudenmädchen ihrem Geschäft nachgehen. Alles, was ich von euch verlange, ist, dass ihr Jago findet und ihm sein Zauberbuch abnimmt. Meine Zauberkünste reichen aus, um den Fluch aufzuheben, wenn ich nur die Formel dazu kenne. Wenn ihr fertig seid, kommt zum Wirtshaus Feiern der Stör, wo ihr mich in den nächsten Tagen antreffen werdet. Ja, Bril Barras Baby. Ich habe mich der Bitte einer Frau namens Bril Barra angenommen. Sie möchte, dass ich einen Mann namens Jago aufsuche, weil er ihre Tochter mit einem tödlichen Fluch belegt hat. Nur er kennt den Gegenzauber. Er ist in den leuchtenden Taverne zu finden. Bril Barra wartet im feiernden Stör auf mich. Mhm. Ein Goldring. Und ja, die Sache ist, die hier oben gibt es auch nicht viel. Oh doch, was ist das? Zum feiernden Stör. Ah ja, da müssen wir hier rein. Oh, Freundschaft. So. Ja, das heißt, den feiernden Stör können wir uns erstmal sparen. Bis wir im Schiff waren. Der Reim war jetzt nicht Absicht. Die verraten Eingang zur errötenden Nixe. Bitte nicht eintreten. Dann nehmen wir den normalen Eingang. Roger. Hm, ich latze, du Brennoir und streite es nicht ab. Hättest nie nach Baldur's Tor sollen. Viele Warnungen erhalten, aber du hast ignoriert. Jetzt bezahlen dafür. Tut leid, aber Latze muss töten. Moment mal, Dummkopf, warum sollte ich denn Brennoir sein? Sehe ich etwa aus wie ein Held? Brennoir ist der Inbegriff der Zerstörung mit flammenden Augen und dröhnender Stimme. Meine Gefährten und ich, wir sind nur einfache Leute. Langsam hängen mir diese Drogen zum Halse heraus. Überall, wo ich hingehe, werde ich bedroht. Nun, du Nase wirst genauso enden wie alle anderen. Wie wäre es, wenn du uns einfach gehen lässt? Ich gehe jetzt einfach durch diese Tür hinaus, in Ordnung? Versuchen wir es mit bardischer Finesse und Lügen. Hä? Aber du musst Brennoir ja sein Bild gesehen und aussehen wie du. Er hatte keine Feueraugen oder große Stimme, aber Bilder haben keine Stimme. Hm, jetzt verwirrt. Sehr gut, dann verabschiede ich mich jetzt einfach. Einen guten Tag, Herr Latze. Latze, mein armer verwirrter Ogre, ihr könnt nur eins tun. Ihr müsst zurückgehen und euch das Bild genauer ansehen. Ich bin sicher, dass ihr auf den zweiten Blick erkennen werdet, was für einen großen Fehler ihr gemacht habt. Jetzt lauft, wir warten hier auf euch. Ja, gute Idee. Latze sucht Bild und ist sicher. Hier warten bis Latze zurück. Tschüss, Latze. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, Bürgerinnen und Bürger. Bock. Wie kann ich Helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Hallo, Kumpel. Vivien. Freundliches Gesicht. Bitte, Schnief, ihr müsst uns von diesem schrecklichen Eisen retten. Warum vergießt ihr Tränen wegen einer Krise, die viel eher politisch als persönlicher Natur ist? Wir tun, was wir können, gute Frau, aber eine solche Rettung ist ein langer und schwieriger Prozess. Nehmen wir das Erste.
Krieg ist politisch, aber verstümmelt er nicht Ehemänner und tötet Söhne? Schnief. Mein Mann schob den Flug hinter unseren Pferden her, bis der verfluchte Haken brach. Die Pferde gingen durch und der Flug erhob sich von der Erde, kippte über und begrub meinen Mann unter sich. Er wurde fast 20 Meter über felsigen Boden geschleift. Jetzt liegt er im Sterben und der Priester ist machtlos. Ein einfacher Haken ist gebrochen und ihr fragt mich, warum ich weine.